Noch 12 Tage, dann ist es soweit, dann ertönt der Anpfiff zur Fußball-EM. Kaum ein anderer Sport begeistert so viele Menschen wie das Ballspiel auf dem grünen Rasen. Diese Begeisterung machen sich Wissenschaftler des Instituts für Automatisierungs- und Softwaretechnik der Universität Stuttgart durchaus zu nutzen. Sie schicken nämlich ihren Goal-IAS ins Rennen. Der Torwartroboter soll eigentlich Jugendliche für ein Ingenieurstudium begeistern. Er hält besser Elfmeter als jeder Weltklasse-Torwart, sagen seine Erfinder. Davon wollten wir uns erstmal überzeugen. Ein Ball, ein Tor und dazwischen Golias, der wahrscheinlich schnellste Torhüter der Welt. Die Weltmeisterinnen der deutschen Fußballnationalmannschaft sollen ihn knacken. Doch Golias hält gut. Verdammt gut sogar. Das ist natürlich schon schwer. Man sieht es ja auch an der Prozentzahl, dass er fast 83% der Bälle hält. Also ich denke, das ist mit menschlichem Auge schon fast unmöglich. Und so treffen nur zwei Damen. Eine davon Annike Kran. Die Leute, die das konstruiert haben und eingestellt haben, programmiert haben. Also Achtung davor. Entwickelt haben Golias Wissenschaftler und Studenten der Universität Stuttgart. Gut ein Jahr lang haben sie getüftelt. Matthias Mauermeier sorgt dafür, dass Golias den Flug des Balls vorausberechnen kann. Wenn echte Könner wie Markus Mann und Sokol Kacani von den Stuttgarter Kickers schießen, dann bleiben nur Sekundenbruchteile, um zu reagieren. Trotzdem hält Golias so gut wie jeden Schuss. Doch dann plötzlich. Golias verladen? Das ist unmöglich. Irgendwas stimmt nicht. Die Wissenschaftler müssen nachjustieren. Ja, wir können hier den Ball jetzt verfolgen, wie er von den Kameras aufgenommen wird, vom Elfmeterpunkt hier oben über das ganze Spielfeld hinab. Die erste Kamera, ein zweiter Schuss. Und wir sehen schon, unser Problem gerade ist, dass die Kameras den Ball nicht an den gleichen Stellen sehen. Unsere Aufgabe jetzt ist es, diese Kameras so zu synchronisieren, dass sie den Ball wirklich immer an der gleichen Stelle sehen. Sind die Kameras nicht hundertprozentig synchronisiert, weiß Golias nicht, wo der Ball hinfliegt. Und dann kann man ihn doch bezwingen. Wie jeder Mensch muss Golias auch erst einmal sehen. Das macht Golias über eine Kamera, über insgesamt drei Kameras. Hier haben wir die erste, die schnell versucht, den Ball zu erkennen und schon einmal zu bestimmen, in welche Richtung es geht, nach links oder rechts, um eben den Ball möglichst frühzeitig zu sehen und frühzeitig nachher Golias in die richtige Richtung bewegen zu lassen. Für die Augen des Torwarts, die Augen von Golias, ist es eine der größten Herausforderungen, diesen ganzen Raum, 11 Meter von 11-Meter-Punkt bis zum Tor, 7,32 Meter in der Breite zu überwachen. Das ist ein Riesenraum und wir müssen den Ball im gesamten Raum verfolgen können. Und das ist die Herausforderung für die Ingenieure. Golias ist Automatisierungstechnik, die Spaß macht. Das Prinzip, mit dem hier Elfmeter gehalten werden, ist die Bilderkennung. Institutsleiter Professor Peter Göhner ist sicher, Deutschlands Ingenieure werden in diesem Bereich in Zukunft viele neue Anwendungen entwickeln. Bilderkennung ist auch ein sehr zentrales Thema heute im Automobilbereich, dass man Bilder erkennt, wenn der Vorfahrende bremst, wenn irgendwelche Fußgänger über die Straße laufen, sind typische Automatisierungsprobleme. Statt des Menschen reagiert die Technik. Die steckt bei Golias in diesem Schaltschrank. Ball erkennen, Abwehrposition berechnen und den Sprung in die Ecke veranlassen, all das passiert hier blitzschnell. Es ist ein Mikrocontroller, wie er in einem modernen Auto mehrfach verbaut ist, um das ABS, die Klimaanlage, den Motor anzusteuern. Von dem Gehirn von Golias gehen die Daten über diese Kabel hier hoch zur zentralen Steuerung des Elektromotors. Diese Steuerung sorgt dafür, dass der Elektromotor dann an die richtige Stelle fährt. Den Schaltkasten verbinden dicke Strom- und Steuerkabel mit dem starken Elektromotor. Ist die Flugbahn berechnet, schießt Golias förmlich per Riemenantrieb in die Ecke. Der Elektromotor sorgt dafür, dass Golias innerhalb des Tors schnell genug an der richtigen Stelle ist. Dazu muss er mit 60 km pro Stunde auf 3,6 Meter fahren. Die Beschleunigung, die hierzu notwendig ist, ist 8-mal so schnell wie ein Formel-1-Wagen. Doch der Torwartalltag ist hart. Und so gilt für Golias eine ganz eigene Fußballweisheit. Wer alles hält, hält nicht lang durch.